Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Deof-Quiz. Ich habe heute für euch fünf spannende Fragen zum Thema unsere Erde und das Sonnensystem vorbereitet. Für jede Frage blende ich die Antwortmöglichkeiten hier ein. Ihr habt dann 10 Sekunden Zeit, um die richtige Antwort zu finden. Wenn euch das ein bisschen zu schnell ist, könnt ihr das Video natürlich auch immer pausieren und weitermachen, wenn ihr bereit seid. Alles, was ihr braucht, um mitzumachen, ist ein Blatt Papier, um aufzuschreiben, was für eine Antwortmöglichkeit ihr auswählt, den Stift dazu. Und natürlich euer Köpfchen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Bei Frage Nummer 1 geht es direkt spannend los. Ich möchte nämlich von euch wissen, wie oft dreht sich die Erde innerhalb von einem Jahr um sich selbst? Ist es A einmal, B 24 Mal oder C 365 Mal? Die Zeit läuft ab jetzt. Ich lese die Antwortmöglichkeiten nochmal vor. A einmal, B 24 Mal oder C 365 Mal? Die richtige Antwort ist hier C, 365 Mal. Also genauso viel, wie wir Tage im Jahr haben. So, wir wissen ja jetzt, wie oft sich die Erde innerhalb eines Jahres um sich selbst dreht, aber wie schnell dreht sich die Erde eigentlich? Ist es A, 10 km/h, also ungefähr so schnell wie ein Radfahrer, B, 100 km/h, also so schnell wie ein Auto, oder C, 1000 km/h, also so schnell wie ein Flugzeug. Die Zeit läuft ab jetzt. A, 10 km/h, wie ein Radfahrer. B, 100 km/h, wie ein Auto. Oder C, 1000 km/h, wie ein Flugzeug. Die richtige Antwort ist hier wieder C, 1000 km/h, also so schnell wie ein Flugzeug. Mensch, da haben wir echt Glück, dass wir nicht einfach von der Erde runtergeschleudert werden. Bei der dritten Frage möchte ich von euch wissen, wie nennt man die Mitte der Erde? Ist es A, Kern, B, Zentrum oder C, Mittelpunkt? Die Zeit läuft ab jetzt. Ich lese die Möglichkeiten nochmal vor. A, Kern, B, Zentrum oder C, Mittelpunkt? Die richtige Antwort ist A, Kern oder auch der Erdkern. Bei Frage Nummer 4 entfernen wir uns von der Erde. Ich möchte nämlich jetzt von euch wissen, wie lange würde ein Flug von der Erde bis zum Mars dauern? Sind es A, ungefähr 7 Tage, B, ungefähr 7 Monate oder C, ungefähr 7 Jahre? Die Zeit läuft. Wie lange würde ein Flug dauern? 7 Tage, 7 Monate oder 7 Jahre? Die richtige Antwort ist hier B, ungefähr 7 Monate. Diese lange Flugzeit ist auch der Hauptgrund, warum bis jetzt noch kein Mensch auf dem Mars war. Trotzdem glaubt die NASA, die amerikanische Weltraumbehörde, dass bis 2030 die ersten Menschen auf dem Mars landen werden. Bei der fünften und letzten Frage will ich von euch wissen, wie nennt man die Galaxie, in der unsere Erde ist? Ist es A, das Himmelsgewölbe, B, die Milchstraße oder C, die Sternenstraße? Die Zeit läuft. A, Himmelsgewölbe, B, Milchstraße oder C, die Sternstraße? Die richtige Antwort ist hier B, Milchstraße. Der Name kommt daher, dass als die alten Griechen die Milchstraße das erste Mal durch ihre Teleskope beobachtet haben, sie aufgrund der milchig-weißen Farbe dachten, da hätten die Götter ihre Milch verschüttet. Deswegen nannten sie das Ganze Galaxis, das altgriechische Wort für Milch. So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie viele von den Fragen ihr richtig beantwortet habt. Ansonsten bleibt gesund und bis nächste Woche.